Jetzt wird also Theater gespielt, heißt es an einer Stelle in Arthur Schnitzlers im Spiel der Sommerlüfte, das heuer bei den Mürzzuschlager Gymnasialspielen Premiere feiern durfte. Heute bei uns zu Gast sind zwei Schüler, die dabei mitwirken dürfen. Ja, die Mürzzuschlager Gymnasialspiele blicken ja schon auf eine sehr lange Geschichte zurück. Und daher wird es vielleicht auch einmal Zeit, zwei jener engagierten Schülerinnen und Schüler vor den Vorhang zu holen, die zu deren Gelingen ja so maßgeblich beitragen. Hans-Christian Zwerschitz und Eva Bretterhofer, herzlich willkommen. Ja, damit wir gleich hineinstarten, worum geht es eigentlich im Spiel der Sommerlüfte von Arthur Schnitzler? Also prinzipiell geht es einfach um eine Wiener Familie, die auf Urlaub fährt in einen Vorort nahe des Semmerings und dort ihre Sommerfrische verbringt. Mit dabei ist auch die Nichte von der Frau vom Künstler und die möchte unbedingt Schauspielerin werden und sie ist auch die Protagonistin des Stücks. Sie ist durch ihre aufreizende Art und ihre liebliche Erscheinung auch sehr beliebt beim anderen Geschlecht und das lebt sie auch aus, wobei sie da auch eine Sehnsucht zeigt, die man vorher von ihr nicht gesehen hat. Und darum geht es auch prinzipiell in dem Stück, einfach um Sehnsüchte, die unterdrückt werden. Dieselbe Sehnsucht äußert auch der Kaplan, was so gar nicht zu seiner Rolle passt. Und der Künstler muss dann immer wieder auf Berufsreisen, wie er sie nennt. Seine Frau vermutet aber etwas anderes dahinter und ist deswegen auch etwas eifersüchtig und trachtet halt auch dieser perfekten Ehe hinterher, die aber nie so richtig stattfindet. Und im Allgemeinen geht es einfach um ein Aufbrechen mit Rollenbildern und um Sehnsüchte, die unterdrückt werden. Und generell wahrscheinlich, wie bei Schnitzler irgendwie üblich, auch um Liebe und Sexualität sozusagen. Ja, hauptsächlich eigentlich. Also das zieht sich durchs gesamte Stück. Ja, ich habe im Programmheft auch gelesen, manche Schülerinnen und Schüler haben sich im Vorfeld irgendwie beschwert, da passiert nichts, null Action sozusagen. Stimmt das? Wie seht ihr das, Eva? Und ist wirklich nichts los oder ist das nicht doch ganz spannend? Also ich muss gestehen, ja. Also diese Äußerungen sind definitiv gefallen, vor allem am Anfang der Probenzeiten. Jedoch, ich glaube, das liegt daran, dass das letzte Stück, das im Gymnasium aufgeführt wurde, einen Jux will er sich machen, war, was einfach eine Komödie schlechthin ist, wo dauerhaft Action passiert und immer ein Schmäh kommt. Und im Gegenzug dazu ist halt im Spiel der Sommerlüfte Fahrt, weil einfach nicht viel Action passiert. Es passiert sehr viel zwischen den Zeilen. Es wird viel geredet und viel angedeutet und es passiert alles auf einer psychologischen Ebene und es ist in einem, wie so richtige, im Spiel der Sommerlüfte eben, diese Sommerfrische kommt durch und diese Leichtigkeit, wo einfach keine schwere Dramatik und keine schwere Action passiert. Ja, du spielst ja auch die Rolle der Josefa, die Frau des Bildhauers Vinzenz Friedlein. Was hat dich eigentlich dazu bewogen, dich für genau diese Rolle zu entscheiden? Die Josefa hat für mich eine sehr interessante Persönlichkeit, da sie eben das Stück komplett widerspiegelt. Sie ist nicht irgendwie aggressiv oder sehr dramatisch oder will vehement ihre Meinung vertreten, sondern sie weiß sehr viel, ist ihrer Zeit so voraus und zum Beispiel weiß sie auch, dass ihr Mann sie betrügt, bleibt aber trotzdem bei ihm, hat nebenbei vielleicht etwas mit dem Kaplan am Laufen, aber an sich sie hinterschaut und sie durchschaut alles und jeden und sie ist einfach so gescheit grundsätzlich, dass ich sie einfach spielen wollte. Sehr spannend. Bei dir, Hans-Christian, wie war es bei dir? Warum hast du dich für die Rolle des Doktors Felix entschieden? Also bei mir hat das eine kleine Vorgeschichte. Ich wirke ja schon zum vierten Jahr und zum dritten Mal jetzt bei den Gymnasialspielen mit. Und ich habe vorher immer sehr seltsame Rollen gespielt. Und dieses Jahr gibt es eigentlich nicht so eine klassische seltsame Rolle, so worüber man sich lustig machen kann oder die man etwas Seltsames sagt. Allerdings habe ich mich dann für den Felix entschieden, der einfach sehr emotional ist und alles auf einer sehr emotionalen Ebene passiert. Er auch immer wieder ausbricht, obwohl er in seiner Rolle des Arztes gefangen ist, immer wieder sehr impulsiv wirkt und sehr unkontrolliert, was zu einem Arzt eigentlich nicht so passt.
Und deswegen fand ich diese Rolle sehr interessant und wollte sie auch spielen. Du hast ja letztes Mal den Melchior gespielt, glaube ich, oder? Ja. Und was unterscheidet die zwei Rollen für dich jetzt? Also das ist ein Kontrast wie Weiß und Schwarz, das könnte eigentlich nicht mehr sein. Der Melchior war halt ein Arbeitsverweigerer im Prinzip, der aber immer lustig drauf war und immer versucht hat, Späße zu machen und sich irgendwie durchzuschummeln. Und der Felix ist halt ein Arzt, ein sehr kontrollierter Mensch, der allerdings auf seiner emotionalen Ebene bei weitem nicht alles unter Kontrolle hat und er hätte es aber gerne unter Kontrolle. Was macht generell die Faszination des Schultheaters für euch aus? Es ist einfach dieses große Ereignis im Gymnasium. Also davon wird überall geredet. Es kommen Menschen aus Wien oder Graz oder überall her, um sich die Gymnasialspiele anzuschauen. Es steckt so viel Herzblut, Leidenschaft dahinter. Und es ist einfach das größte Projekt im Gymnasium, könnte man sagen. Und es ist einfach wie so eine kleine Familie, die da heranwächst. Und es ist einfach total toll, dabei zu sein. Das heißt, einerseits ist es ein Projekt, andererseits aber auch Freundschaft, die mitspielt. Wie empfindest du das? Ja, also ich würde auf jeden Fall mal alles unterschreiben, was die Eva gesagt hat. Für mich ist nochmal zusätzlich faszinierend, wie immer wieder aus diesem einfach nur vom Zettel runterlesen von ein paar Schülern dann doch so ein ziemliches Meisterwerk entstehen kann und immer wieder eine moderne Auffassung von alten Werken da passieren kann und wie reif manche Schülerinnen und Schüler einfach das dann schon rüberbringen können, obwohl sie bei weitem noch viele andere Sachen im Kopf haben. Und trotzdem wird es immer wieder zu so einer tollen Aufführung wie dieses Jahr. Und das fasziniert mich nochmal. Ist ja generell auch sehr spannend, wie man damit umgeht, irgendwie der ganze Schulalltag. Manche machen Matura wie bei euch. Und trotzdem hat man irgendwie noch die Zeit fürs Theater. Wie bringt man das unter, Eva? Es ist schwierig, zeitenweise, vor allem wenn man noch andere Hobbys hat. Aber wenn einem wirklich etwas daran liegt, dann macht man das. Und es ist zwar dreimal die Woche eine Probe. Und wir starten ja meistens schon ab der zweiten Schulwoche bis eben jetzt zum Jänner. Und wenn man jetzt nicht bei jeder Probe dabei ist, ist es nicht tragisch, aber man kann ja auch während den Proben, wenn man gerade nicht dran ist, seine Schulaufgaben machen oder lernen. Und ich glaube, alles ist möglich. Alles ist möglich. Lotto. Wirkt sich das Theater auch auf euer Leben in Schule und Freizeit aus? Oder könnt ihr für das, was ihr beim Schultheater lernt, irgendwie auch sonst wie brauchen? Würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Einfach alleine die Sprachtechnik schon mal. Man lernt einfach vor Menschen zu sprechen und auch sich gut zu artikulieren. Und das kann man dann einfach auch im Alltag anwenden. Man ist nicht mehr nervös, wenn man vor Menschen reden muss. Und man verliert so einen gewissen Teil auch dieses Peinlichkeitsgefühl, von dem sich viele immer so fürchten. Einfach weil man als Theaterspieler oder als in der Rolle machen kann, was man will, denn es wird eher auf die Rolle gezogen, nicht auf den Schauspieler selbst. Und das hilft einem auch im echten Leben dann, das ein bisschen für sich beizubehalten und einfach über sich hinauszutreten. Ja, über die Hintergründe vom Schultheater sprechen wir gleich weiter, davor eine kurze Pause. Erleben Sie unser neues Küchen- und Möbelstudio im Miele Center Stadtwerk Gemützzuschlag, Mariazellerstraße 45C. www.stwmz.at. Wir, die Voestalpine Böhler Aerospace mit Sitz in Kapfenberg, sind ein erfolgreiches, weltweit tätiges Industrieunternehmen der metallverarbeitenden Branche und führender Zulieferer der Luftfahrt- und Energieindustrie. Als Tochtergesellschaft der Voestalpine sind wir ständig auf der Suche nach Menschen, die mit uns einen Schritt vorausgehen. Wir erweitern unsere Produktionsmannschaft. Starte mit uns durch und komm in unser Schmiedeteam als Metallfacharbeiterin, Zerspanungstechnikerin oder als Fachhelferin. Bewirb dich unter www.voestalpine.com/bola-aerospace. Ja, Hans-Christian Zerschitz und Eva Bretterhofer sitzen heute bei uns im Studio als Schauspielerinnen und Schauspieler, gleichzeitig aber natürlich auch als Schülerinnen und Schüler. Und ich denke aber jetzt, beim Theater gibt es ja auch viele andere Rollen, zum Beispiel die des Regisseurs oder des Bühnenbildners. Wie war die Zusammenarbeit mit den beiden, mit Karl-Heinz Zankl und Frieda Klein?
Ja, auf den ersten Blick wirkt die Zusammenarbeit immer nicht ganz einfach, weil beide sehr perfektionistisch sind. Aber ich denke, das ist auch die Eigenschaft, die jeder haben muss, der so einen Job trägt oder so eine wichtige Rolle bei so einem Projekt trägt. Denn ansonsten würde das Projekt etwas schlampig wirken und so wirkt es wirklich perfekt. Und ohne diese zwei Menschen würde das Projekt auch nie so stattfinden können, da dieser Perfektionismus einfach notwendig ist, damit jede Schauspielerin und jeder Schauspieler einfach das Beste aus sich rausholen kann und dann wirklich so auch auf der Bühne performt. Perfektionismus also ganz wichtig. Eva, bist du ein perfektionistischer Mensch? Schon eigentlich, ja. Und ich glaube einfach, das ganze Lob, das wir dann vom Publikum kriegen, ist eigentlich unserem Regisseur und allen, die im Hintergrund mithelfen, zu verdanken, weil ohne sie würde es nicht gehen. Das heißt, die Menschen im Hintergrund sind ganz wichtig, aber heute steht es ihr im Vordergrund. Wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, beim Theater mitzumachen? Also dieses Jahr bin ich einfach logischerweise wieder dabei, weil ich die letzten Jahre schon dabei war. In der 5. weiß ich noch relativ genau, wie ich dazugekommen bin, weil ich habe in der Unterstufe bereits alle 4 Jahre jede Gymnasialspiele besucht und habe mich immer irrsinnig darauf gefreut, dass ich das vielleicht spielen kann. Das war auch ein Grund, warum ich überhaupt Gymnasium weitergegangen bin, weil ich sagte, ich wollte da unbedingt mitspielen. Und dann wurde in der 5. einfach ganz einfach gefragt, wer denn mitspielen möchte. Und da habe ich mich direkt gemeldet, weil ich unbedingt ein Teil dieses Projekts sein wollte. Eva, möchtest du auch Teil des Projekts sein? Ja, schon. Also bei mir war die Geschichte genau gleich eigentlich. Und ich hatte das Glück, gleich in der 5. Klasse gut aufgenommen zu werden und eine super Rolle zu bekommen und diese spielen zu dürfen, sodass ich eigentlich weiterhin ein Teil dabei sein wollte. Ja, ihr wollt auf jeden Fall dabei sein dieses Jahr. Was mich jetzt irgendwie interessiert ist, was fasziniert junge Menschen an so alter Literatur und vor allem kann man daraus heute noch was lernen? Also auf jeden Fall würde ich direkt unterschreiben, dass man noch was daraus lernen kann. Das ist auch direkt der faszinierendste Punkt für mich persönlich zumindest. Das sind so alte Werke, die überhaupt nicht aktuell sind auf den ersten Blick. Doch wenn man dann das Stück gelesen hat und einmal drüber nachdenkt, worüber es in dem Stück so wirklich geht, also nicht auf der jetzt Hauptebene, sondern auf der psychologischen oder philosophischen Ebene, dann sind das meist ganz aktuelle Themen, die jeden heute noch beschäftigen und auch überhaupt nicht veraltet sind und deswegen auch nicht langweilig werden. Welche Themen sind das genau, Eva? Und gibt es vielleicht auch irgendwie Möglichkeiten, das durch die Inszenierung wieder ins Heute zu holen? Definitiv. Also um das Ganze ins Heute zu holen, haben wir selbst unsere eigenen kleinen Schmähs eingebaut, die teilweise durch Insider entstanden sind und dann doch im Stück geblieben sind. Aber Themen, die wir meinen, die immer noch top aktuell sind, sind zum Beispiel die Gusti, die ihre Schauspielkarriere durchstarten möchte und einfach so viele Träume hat. Ich glaube, jeder junge Mensch hat Träume und möchte alles erreichen, das er will, möchte sich gleichzeitig ausleben und einfach das Leben genießen. Andererseits wie zum Beispiel die Josefa, die immer noch nicht sich traut, also trauen würde sie sich wahrscheinlich schon, aber die immer bei ihrem Mann bleibt, obwohl sie weiß, dass er sie betrügt. Ich glaube, auch diese Situationen finden wir heute noch zu Genüge. Oder der Herr Kaplan, der mit sich selbst zu seiner Beziehung zu Gott und gleichzeitig mit dem Zölibat ringt, ist, glaube ich, auch ein top aktuelles Thema. Und ich glaube, wenn man alle anderen Themenbereiche absuchen würde, man würde immer weiter Themen finden, die damals aktuell waren und heute immer noch genauso wahr sind. Das heißt, es gibt auf jeden Fall viele aktuelle Themen, die Sie natürlich gerade beim Textlernen wahrscheinlich sehr genau merken werdet. Wie ist das mit dem Textlernen? Ich stelle mir das ja unglaublich schwer vor. Also es ist prinzipiell nicht so einfach, weil auch wenn es nur Text auswendig lernen im Prinzip ist, ist es meist relativ viel Text, kommt natürlich dann auch auf die Rolle an. Allerdings, ich tue mir da relativ leicht. Ich muss sagen, ich schiebe das immer so ein bisschen vor mir hin, wie ich alles vor mir hinschiebe. Allerdings, wenn ich dann mich wirklich mal hinsetze und den Text aktiv lerne, geht das dann doch relativ schnell. Vor allem, weil man sich dann auch denkt, wenn ich den Text perfekt kann, kann ich auch besser schauspielern, kann mehr mit meiner Umgebung machen. Und dann läuft das Stück um einiges flüssiger und das ist auch eine Motivation dann beim Lernen. Gibt es, Eva, auch Tipps für eure Nachfolgerinnen und Nachfolger beim Theater vielleicht, wie man beim Textlernen, wie man sich das einfacher machen kann? Einerseits ja, einfach hinsetzen und stur herunterlernen. Andererseits durch die ganzen unzähligen Proben, wo man die Szenen immer wieder spielt und spielt und spielt und
das Gehirn dann den Text mit den Aktionen verknüpft, lernt man den Text teilweise auch einfach so und muss nicht so viel zu Hause lernen. Das heißt, es kann dann auch ganz einfach funktionieren. Ihr seid beide ja wahrscheinlich jetzt schon das letzte Mal, zumindest als Schülerinnen und Schüler dabei. Wie geht es euch damit? Kommt da Wehmut auf? Ja, natürlich. Also das ist, wie gesagt, mein viertes Jahr. Das dritte Stück jetzt, wo ich mitwirken darf. Und vor allem jetzt im letzten Jahr habe ich mich nochmal besonders engagiert, einfach weil ich dieses Projekt nochmal unbedingt unterstützen wollte, da es ein sehr lobenswertes Projekt ist und extrem unterstützenswert. Es ist einfach inzwischen eine Herzsache von mir auch geworden, dass ich da mitwirken darf. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass es wahrscheinlich mein letztes Jahr dabei ist, ist es, natürlich kommt da Wehmut auf und es ist ein bisschen traurig. Du hast gesagt, es ist ein sehr professionelles Projekt. Was macht die Professionalität der Gymnasialspiele eigentlich aus? Eben dieser Perfektionismus und auch dieser Aufwand an Technik. Also es wird jedes Jahr einfach ein komplettes Bühnenbild gebaut. Dieses Jahr durfte ich ja auch an diesem Bühnenbild mitwirken. Es wird herumgeschraubt, es werden eine unzählige Anzahl an verschiedenen Techniken angewandt, um dieses Bühnenbild dann irgendwie doch noch in dieses Schulhaus hineinzubauen. Außerdem wird einfach extrem viel Technik dafür aufgebracht, dass dieses Bühnenbild auch richtig beleuchtet wird, dass die Bühnenbeleuchtung stimmt und auch die richtige Stimmung aufkommt. Und das ist ein immenser Aufwand zwar, aber es lohnt sich dann im Endeffekt auch. Ein Aufwand, der sich lohnt. Wir haben jetzt ja auch viel über die Bühne gesprochen. Eva, kannst du uns vielleicht beschreiben oder den Zuseherinnen und Zusehern, wie das aussieht? Also das Bühnenbild wird eigentlich jährlich vom Frieda Klein und von unseren ZeichenlehrerInnen gestaltet. Und dieses Jahr ist zum Beispiel an den Seitenwänden gibt es Spiegel, die einfach das Bühnenbild erweitern sollten. Und da das Ganze eben im Sommer spielt, ist ein Garten dargestellt. Das heißt, unsere Bühne ist auch nicht auf einer Ebene, sondern es gibt eine Erhöhung, die die Wiese andeutet, die weiterläuft. Und im Hintergrund sind Bäume, Gebüsche und es wurde nicht nur die Bühne, sondern auch der Rest unserer Aula, die oben herum verläuft, mit einbezogen, sodass das Bühnenbild einfach einzigartig zum Anschauen ist. Ein einzigartiges Bühnenbild und ein einzigartiges Theater für euch wahrscheinlich genauso wie für viele Zuseherinnen und Zuseher. Was wünscht ihr euch aber persönlich für die Zukunft? Also ich wünsche mir einfach, dass das Theater weiterhin existieren wird, dass die Gymnasialspiele jetzt trotz allen aktuell schwierigen Situationen einfach so weiter bestehen kann und dass ich in Zukunft noch viele Aufführungen besuchen kann, denn ich werde auf jeden Fall die nächsten Aufführungen immer weiter verfolgen. Eva, wie schaut es bei dir aus? Eigentlich genauso. Also ich hoffe, dass auch die nächsten Jahre weiterhin so tolle Erfahrungen machen können mit den Gymnasialspielen, wie wir das durften. Und ich hoffe einfach, viele bekannte oder noch unbekannte Gesichter in den nächsten Jahren bei den Aufführungen zu sehen. Ja, das wünschen wir uns auch. Wir haben also gesehen, die Gymnasialspiele in Mürzzuschlag sind wirklich ein spannendes und auch hochprofessionelles Projekt. Vielleicht sehen wir uns ja doch noch bei der einen oder anderen Vorstellung wieder. Euch beiden wünschen wir natürlich alles Gute für die Zukunft. Ja, und wenn Sie in Zukunft nichts mehr von TV Mürz verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch auf Facebook oder YouTube. Ihnen allen aber darf ich im Namen des gesamten TV Mürz Teams alles Gute wünschen. Machen Sie es gut und bleiben Sie dran.